Jo, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl. Weiter geht's. Gegen die Drowned Sharks. Dieses Mal ein Team, was niedriger geratet ist als unseres. Können wir mal sehen, wie unser Aufstieg Wellen gezogen hat. Ich habe inzwischen auf dem Nerdpool einen Thread gemacht für unsere Nerdpool Squad. Oh, wir spielen in Lustria bei den Echsenmenschen im Stadion. Sehr interessant. Und ihr könnt auch unten drunter schreiben, unter die Videos, wenn ihr dabei sein wollt in unserem Team, weil wir sind nicht mehr fern davon, neue Spiele einzukaufen. Genau, die Schlagring-Kamera, die allseits beliebte. So, hier mal jemand hin und Backfisch diesmal ohne Geschicklichkeitsplus. Da müssen wir jetzt mit leben und nehmen an. Und Kick. Die Spieler sind an ihren Positionen und los geht's. Oh, ganz fies wieder gekickt. Schneller Angriff. Oh je. So, die Untoten. Allgesamt nicht so fixes Team, aber die sind unglaublich starke Spieler. Guckt hier, wir haben Stärke 5 Mumien, allerdings mit Agility 1. Dann haben sie Agility 2 Zombies, die kaum was können, auch relativ sehr, sehr langsam sind. Hier mit 3er und 4er Bewegung. Aber sie haben auch Agility 3 und schnelle Truppen. Und sie haben hier Verfluchte, die ganz schön hart gepanzert sind, also mit 8er Rüstung. Also genauso wie unsere Tiermenschen auch. Ja, sehr schöner Turnover. Oh Gott, ist das ein schlechter Wurf. Umbreon kann immer noch nicht vernünftig blocken. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich glaube, wir blocken den hier um. Und stehen dann neben dem Ballträger im Idealfall. Bam. So, und dann kann nämlich hier der Mischka außenrum. Und er hier rein. Und hier können wir auch noch einen hinstellen. So, ja, gegen Stärke 5 hat hier der arme Vini natürlich nichts zu melden. Der Ingal mit Stärke 4 könnte sich hier den Zombie schnappen. Ich will mal stehen bleiben. Hat er jetzt blockende Engel? Kann er ja machen. Sehr gut. Das gab Starspielerpunkte für den Engel. Der ist gut unterwegs, was das angeht. So, hier machen wir ein bisschen zu. Weil, bis man hier rauskommt, das sollte im Idealfall ein bisschen was dauern. So, und hier können wir noch einen dazu tun. Und der Retch, was macht der Retch? Der Retch hält sich ein bisschen im Backfield auf und guckt mal, wenn einer durchbricht, kann er ihn abfangen. Sieht ganz gut aus. So, hat die Mumie hier, die hat Greifen unterstützen, Mehrfachblock. Alles unterstützen, ey, das ist ein starkes Prügelteam, was wir hier gegen uns haben. Mit 2 Stärke 5ern. Einmal mit der Schulter angetäuscht und schon ist der Spieler vorbei. Links liegen lassen. Das nenne ich ein Ausweichmanöver. Ja. Nicht schlecht. Zack, sind wir auf der anderen Seite. Wo wir uns jetzt hier so stark auf rechts konzentriert haben. Ist so ein bisschen wie die, im letzten Spiel, wo wir das hier so gemacht haben. Ah, der Zombie wollte ausweichen. Das ist ihm dann aber nicht so geglückt. So, gucken wir mal, ob wir den Verfluchten hier
aus dem Spielfeld schieben können. So. Hinaus mit dir. So. Yeah, die Hooligans. So, und den hauen wir. Der Tiermensch hat Ausweichen und der Zombie hat Blocken. Tja, dann würde ich sagen, hauen wir ihn weg. So, Bini aufstehen. So, hier kommen wir an der Tackle-Zone vorbei, was nicht so ideal ist. Aber wir haben noch genügend Rerolls, um das zu schaffen. Wir haben ja auch einen extra hier gekriegt anscheinend. Ah ne, wir haben ja schon einen verbraucht, genau, mit dem Umbauen. So, dann stellen wir uns mit unserem Chaoskrieger Umbraun hier mal an die Ballträger. Und hier gibt es jetzt einen Blitz. Mit Wiederholungswurf. Ah, der hat leider Ausweichen. So, jetzt haben wir wieder zwei am Ballträger. Ein Einserblock können wir uns hier leisten. Ah, schade. Wichtig ist, dass wir hier Leute an den Mumien stehen haben, weil solange die in der Tackle-Zone von unseren Leuten drin stehen, können die nicht weg. Mit Agility 1 ist das so gut wie ausgeschlossen, dass die ausweichen. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Wie leicht er seinen Gegner abhängt. Er hat sich durch den Magenröhr durchgekämpft. Oh ja. Oh, hier mal wieder. Hat er hier Ausweichen auf die 4. Na dann, gute Nacht. Ja, wird wohl Zeit für ein kleines Nickerchen. Noch kommt der Ratch an den dran. In Deckung. Tja, ist halt ein brutaler Sport. Er ist nur schwer niederzuhauen. So, hier stellen wir einen dran. Hier heißt es aufstehen. Hier heißt es aufstehen. Hier stellen wir einen dran. So, und Ratch, alles liegt an dir. Auf ihn mit Gebrüll. Nicht so gut. Schon besser, auch wenn es nicht so super toll ist. So. Hier stellen wir uns mal wieder dran. So, hier mal ein Doppel-Locking, einen Verfluchten. Ja, der bringt nicht sonderlich viel. Schade, schade. Aber wir haben noch ein paar andere Blocks hier. Der wird nicht lange stehen. So. Den Zombie hier können wir noch schön blocken. Jawohl, das sind Starspielerpunkte. Für den Koali. Sehr gut. So, und hier die Plastiklöffel ziehen wir nach in den Rückraum zurück, weil wir müssen hier verteidigen. So, und mal gucken, ob sich der Ghoul hier da wieder rauswinden kann. Hat zwar Ausweichen, aber so krass sollte das jetzt nicht sein. Ja. Das nenne ich blitzschnell. Der hat es geschafft. Also wirklich. Jetzt werden sie gleich punkten. Halt mich fest, Jim. Ich würde am liebsten da runterlaufen und mitspielen. Das ist hier gegen drei Tackle-Zonen. Also da hat er echt Schwein gehabt. Gut, dass wir hier Plastiklöffel nach unten gezogen haben. So. Kennst du die Evil Hits? Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Zack. Zack. So. Hier runter. Komm, Plastiklöffel, an dir hängt es jetzt. Ja, du haust ihm wieder den Ball nicht weg, aber zumindest schieben wir ihn wieder zurück. Und können jetzt noch einen weiteren Tiermenschen nach unten abziehen.
Backfisch nämlich. Der Umbrian läuft mal nach hier vorne. Der wird wahrscheinlich gleich von der Mumie dann runtergehauen, aber... Das schadet ja nicht. Also, natürlich schadet es dem Umbrian, aber... Das ist jetzt nichts sonderlich Schlimmes. Einser Block gegen unseren Verfluchten hier. Wir nehmen keinen Wiederholungswurf. Und der Elore, das landet in der K.O.-Box. Nein! Okay, nimmt keinen Sanitäter. So, wenn er das jetzt hier wieder schafft, hier auszubrechen. Ist es denn? Der hat aber auch ein Schwein. Unmöglich. Aber ich glaube, der hatte jetzt auch den letzten Reroll verbraucht. Zumindest steht der Elore das wieder auf, wie das hier aussieht, oder? Steht er wieder auf? Ja, steht wieder auf. Sehr gut. Was haben wir hier? Den Spurten hat er auch noch geschafft. Ausweichen auf die 4. Ausweichen eingesetzt. Also es ist schon risky, was er da gemacht hat. Vor allem hat er das 3 Runden, ich glaube sogar 4 Runden hintereinander gemacht. Also das war schon krass. So, was machen wir denn jetzt hier? Backfisch nach hinten. War zwar keine Agility 4, aber naja. Wat mut dat mut. So, wo sind denn weniger... Mumien. Auf dieser Seite sind weniger Mumien, das heißt, wir werden hier angreifen. Hier der Vini. So. Ah, ne, den Vini müssen wir opfern gegen die... Ja, ich habe ja angekündigt, dass der wird den Opferspieler sein. Am Ende ist er doch nach vorne gezogen hier. Ne, du musst vor die... Du musst vor die Mumie. Ratch muss auch vor die Mumie. Und einen tun wir noch hier nach rechts. Und gucken mal, falls der Ball nach hierhin abspringt. Und los geht's. Noch ist es, gibt's die Möglichkeit, dass wir ausgleichen in dieser Halbzeit noch. Schnapp den Schiri! Ja. Die wegen riesiger Schulden bankrott gegangen sind. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird das auch. Und bam. Da teilt aber jemand kräftig aus. So mag ich das doch. Stimmt. Um eine Chance zu haben, muss man den Gegenschlag landen, bevor man selbst überhaupt getroffen wird. Schlagen wir ihn nieder. Komm, Backfisch, du schaffst das. Und Wurf. Jawohl, damit haben wir auch einen Aufstieg bei Backfisch. Sehr gut. So, du gehst jetzt hier rüber. Übergibst den Ball an den Mischka, der könnte nämlich auch bald aufsteigen. So, und einmal hier rüber, schön abgesichert. So, die beiden bleiben da und blocken die Mumien. Denn vor denen habe ich ein bisschen Angst, vor den Mumien. Ja, kommt der Verfluchte. Dann glaubst du also, dass der so etwas zwischen den Ohren hat? Noch alles okay. Ja, es ist ein spannendes Ding hier. Prügelteam gegen Prügelteam, wobei ich echt denke, dass der Gegner besser prügelt als wir.
allerdings wesentlich langsamer ist, weil das konnten wir bis jetzt noch nicht ausspielen, diese positive Sache. Wenn wir jetzt hier wieder auf die andere Seite zurückgehen, könnte hier Backfisch durchbrechen. So, wir hauen erstmal hier den kaputt. Oder hoffen das zumindest. Ja, eine Runde mal nichts. Mal aufstehen. Ein Blitz. Auch sehr gut. Schön in die Ecke. Bam, die Bams. Und auch hier ein Doppelblock. So, und dann gehen wir nach hier drüben. Und schmeißen den Ball wieder zurück zum Backfisch. Wir entwickeln uns noch zum Passteam hier. Ich sag's euch. So, aufstehen, hier rüberlaufen. Aufstehen. Hier haben wir noch einen Block, den wir machen können. Die drei werden jetzt wahrscheinlich dann Jagd hier machen. Aber da müssen wir mit leben. Der auch. Können wir versuchen, noch ein bisschen abzudrängen, indem wir hier noch den Koali hinterher ziehen. So, jetzt haben wir nur noch ihn hier. Was machen wir mit ihm? Ich glaube, er unterstützt hier unseren Chaoskrieger ein bisschen. So, jetzt haben wir die Chance auf jeden Fall, Touchdowns zu machen hier. Ich glaube, so schnell kommt er nicht mehr da mit einer guten Präsenz hier auf die andere Seite. Die Ghule können das schaffen. Aber der Rest ist ja, der ist jetzt, hat er geschlagen. Bin gerade nicht so sicher. Ja, da kommt ein Verfluchter. Aber nicht gegen den Ballträger. So, hier wieder aufstehen. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Er braucht ein Go for it, er braucht auch ein Go for it. Das ist nicht gut. Er ist aufgestanden. Ich glaube, gehen wir erstmal hier hin und schieben erstmal den da raus. Raus mit dir. Und die Fans prügeln wieder. Dann haben wir hier mal die Chaoskrieger wieder in Stellung. Wir haben noch zwei Wiederholungswürfe. So. Hier haben wir auch mal zur Unterstützung die Chaoskrieger. So. Jetzt heißt es ausweichen. Und natürlich schaffe ich das nicht. Ah, weißt du, der durch 1000 Tackle-Zonen wir auf die 4 sind wir ausgewichen. Warum sind wir auf die 4 ausgewichen? Müsste auf die 3 gewesen sein. Ja, schlecht. Schlecht. Ein Touchdown ist nicht mehr möglich für uns in dieser Halbzeit. Für ihn? Nee. Ja, schade, es hätte klappen müssen hier. Und mit dem Ausweichen Skelett und Backfisch das eigentlich auch schaffen müssen. Naja. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Jetzt wird hier noch ein bisschen auf mir rumgeprügelt. Schauen dann in unserem letzten Zug, ob wir noch irgendwie eine Casualty verursachen können. Am besten an so einem Ghoul, weil das sind die Spieler, die so ein untotes Team am Leben halten. Der Rest kann eigentlich relativ schlecht mit dem Ball umgehen. So. Hier können wir einmal blocken. Komm, Casualty. Zack. Nee, schade nicht. Hier einmal. Wir haben blocken. Schade.
Gericht. Gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. So, hier haben wir einen Einserblock nur. Und er hat Blocken. Das heißt, wir holen nur, wiederholen das, schieben ihn beiseite. Verschwunden sind, nachdem ihre Anhängerschen verlassen haben. Genauer gesagt sind diese Mannschaft, nachdem sie jahrelang kann. Einmal den Ghoul hier blocken. Komm, Engel, schaffst du. Aber nein. Schafft er nicht. So. Können wir sonst noch irgendwo einen Block anbringen? Wir können hier nochmal faulen. Eine Unterstützer. Ist das ein Ghoul? Das ist ein Zombie, echt. Ein Zombie. Das hier ist ein Ghoul. Puh. Nee, das lohnt sich nicht. Wir gehen mit dem Rückstand in die Halbzeit. Tja, wir müssen versuchen, den Touchdown zu machen dann. Zumindest das Unentschieden rauszuholen. Ich glaube, dass ein Sieg für in diesem Spiel relativ schwer zu schaffen ist. Kommt drauf an, ob wir Casualties verursachen können bei den Ghoulen. Die dann ja doch sehr schwer umzustoßen sind, weil die fast alle Block und Ausweichen haben. Das ist übrigens das Lästige an zum Beispiel, wenn man gegen Waldelfen oder so spielt, die das auch fast alle haben. Oder gegen Amazonen. So, dieses Mal möchte ich gerne auf die andere Seite. Ja. Hier, der Beanie schafft das schon hier gegen die beiden. Gegen die beiden Typis. So. Mal noch einen, der das vielleicht hier. Mischka. Zack. So, und annehmen. Schneller Angriff. Alle deine Spieler dürfen sich um ein Feld bewegen. Und da geht der Ball hin, das heißt, wir bewegen uns noch da. So. Er steht leider zu weit hinten, als dass wir ihn jetzt schon direkt angreifen können. Als ob er gewusst hätte, dass dieses Ergebnis kommt. So, alle nach vorne. So. Darf sich auch bewegen. Und du kannst da eigentlich stehen bleiben. So, dann fangen wir erstmal hier ein paar Zombies zu klauen. Nicht zu klauen, zu kloppen. Nein, möchte nicht hinterher. So. Jetzt laufen wir hier rüber. Und hoffen mal, dass das Ganze, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe, klappt. Ja, soweit so gut. Ah, vermasselter Pass. Ja, man braucht Agility 4. Um sowas sicher zu schaffen. Weil der Gegner hat echt... Oh, ich ärgere mich immer noch über den ersten Touchdown, den er gemacht hat. Der hat hier super Glück gehabt, da super Glück gehabt, dann hier und nochmal am Ende nochmal ausweichen gegen zwei Tackle-Zonen. Also... Ich weiß nicht. Oh ja, dieser rechte Haken war eines Orks würdig. Das kann man wohl sagen. Wir brauchen bestimmt lange, bis er sich davon erholt. Schau, sie schlurfen über das Spielfeld, geben komische Geräusche von sich und erzielen Touchdowns. Ja, Bob, das sind alte und tote Blood Bowl-Spieler. Was hast du denn erwartet? Ach, Jim, es überrascht mich nur jedes Mal wieder, wenn ich sie auf dem Spielfeld sehe. Ogre. Ogre? Es ist kein Ogre auf dem Spielfeld. Oh, Umbrun ist K.O. Hat er ihn geschlagen und dann gefoult. Ich glaube, er hat ihn sogar gefoult. Naja, er hat ihn nur geschlagen. Ja, müssen wir ohne Umbrun auskommen. So, aber wir blocken uns hier erstmal den Verfluchten beiseite. Oder versuchen das zumindest. Der hat Ball entreißen, das ist nicht so geil. So, jetzt aber hier.
nach vorne. So, und jetzt muss das doch mal klappen hier mit dem Pass. Jawohl. Sehr schön. Jetzt blocken wir den hier aus dem Weg. Ja, wir blocken er nicht. Genau das passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft. Oh ja, Flatsch. Dann einmal nach vorne. Hier können wir dann noch ein Tiermännchen platzieren. Und auch hier kann noch einer hin. Hier ist der Koali, der kann noch nachher vorne, nee, nicht dadurch. Hier raus, hier rum, nach da oben. So, hier mal ein Einserblock. Komm, wiederholen wir. Und es hilft nichts. Ein K.O. für Red Jackson. Oh weia. Das wird ein Desaster. Ist so wie das letzte Mal, als wir die erste Liga angefangen haben. Da hatten wir im ersten Spiel auch tierisch Probleme. Und diesmal sind wir eigentlich ja vom Teamwert her besser. Das ist, naja, aber nicht viel. Und wir haben auch relativ unnütze Sachen dabei, wie zum Beispiel die Chilidon, den Assistenztrainer. Oh, und den Engang hat es auch erwischt. Ja, sie verprügeln uns hier. Man merkt, die Untoten sind ein Prügelteam. Ja, ja. Nicht so geil. Aufstehen. Komm, einser Block und aus dem Weg. Nein. So. Einmal hier nach vorne durchlaufen. Aber es war, glaube ich, keine so gute Idee, das gegnerische Team beim Ausweichen zu beleidigen. Die sind jetzt ganz schön sauer. Erinnerst du dich noch an Rudolf Eisenhaupt? Na klar, er war der Teamkapitän der Chaos All-Stars. Mit seiner schweren Rüstung und den scharfen Metallklauen. So. Wir müssen unbedingt, diese Schönheitsoperation kommt sicher billiger als im Krankenhaus. Ich glaube zwar nicht, dass er das so geplant hat, aber viel schlechter als den Touchdown machen. Beide gehen zu Boden. Ja. Wir haben sehr viele Verluste. Das heißt, ist echt nicht gut. Beide Chaoskrieger weg. Ah, und die Mumie. Na. Okay, jetzt hat er uns hier erstmal eingekerkert. Ja, der kommt hier rum. Aua, aua. Das sieht nicht gut aus. Na. Noch sehe ich da Möglichkeiten. Er weicht mit Mumien aus, ey. Was ist denn das für eine krasse Sache hier, ey? Mit Agility 2 und ich schaffe hier Agility 3 Würfe nicht. Ah, das ist, dieses Spiel ist manchmal nicht so angenehm. So, wir müssen den hier gleich wegkriegen. Das heißt, der muss jetzt hier einen Blitz machen. Ja, und er schafft den Ausweichenwurf nicht. Ey. Unmöglich. Naja. So. Block. Weg mit dir. Und das ist der Touchdown. Und dann hoffen wir, dass unsere K.O.-Spieler wiederkommen. Ja, ja. Das Spiel ist wieder offen, aber der Gegner ist in der... Ja, in der Offensive. Ja, unser Cheerleader, den wir neu gekauft haben,
Ich finde die Chaos-Cheerleader sehen nicht so super toll aus. Also, die Untoten-Cheerleader sind um einiges witziger. So. Ja. Wir haben nur einen Chaos-Krieger wiedergekommen. Wie sieht's aus? Ist der Beanie noch auf dem Feld? Sue ist auf dem Feld. Da ist der Beanie. An die Line mit dir. So. Ansonsten möglichst aggressive Aufstellung. Wir müssen versuchen, noch einen Touchdown zu erzielen, um zu gewinnen. So. Wird schwer genug, Leute. Der Ball ist im Spiel. Der Gegner hat so gut wie keine Verluste. Wir haben wichtige Spieler schon verloren. Feldinvasion. Jetzt hat der Gegner gewonnen. Das heißt, die Schwänze werden jetzt auf uns einprügeln. Au. Au. Guckt euch das an, Leute. Fast unser gesamtes Team am Boden und kann auch im nächsten Zug nichts machen. Das heißt, wir werden das Spiel verlieren. Der wird jetzt hier so durchrushen. Schlimme Sache. Okay, wird er nicht. Also ich werde jetzt hier durchgelaufen. Oh, das ist richtig krass hier, ey. Alles niedergeprügelt. Ah, wir haben ein bisschen Glück jetzt. Ja, kann ja nicht immer klappen, dass sie hier immer außen durch die ganzen Tackle-Zonen durchlaufen. Ja. So, hier. Engel aufstehen. So, jetzt müssen wir ein bisschen risky spielen, um noch eine Chance zu haben. Komm. Und jetzt bitte einen Verlust auf der gegnerischen Seite. Jawohl! Der war wichtig. Hier hilft natürlich auch Regeneration immer. Dafür können die halt keine Apotheker kaufen. So. Jetzt stehen wir zumindest mal am Gegner. Und... ja, der umläuft hier auch mal. Und damit der sich hier nicht weiter bewegt, auch mal hier nochmal an die Seite. Sind natürlich jetzt im Backfield total offen, aber gut, wir haben kaum noch Spieler. Ja, schade, er schafft halt die Ausweichenwürfe. Er kann jetzt durch die Mitte durch. Wir müssen versuchen, jetzt 3 Runden lang den Touchdown zu verhindern. Ja, der Käfig sieht solide aus hier beim Gegner. Oh, ein Gegen. Sehr schön. Das sind Starspielerpunkte für unseren guten Engel. Der sammelt fleißig. So. Wir versuchen jetzt hier noch ein bisschen den Ballträger zu ärgern. So. Ups, was ist jetzt passiert? Habe ich aus Versehen auf Beenden geklickt. Oh, das wäre ein ganz mieser Fehlklick gewesen. Die werden mindestens hätten noch aufstehen müssen. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Also, wenn er sich nicht ganz dämlich anstellt, hat er nächste Runde einen Touchdown. Das sollte einfach möglich sein, das Spiel zu gewinnen für den Untoten. Kannst du den Fans zu Hause an den Bildschirmen erklären, warum, Jim? Ganz einfach. Damals gab es noch niemanden, der Tote untot machen konnte, Bob. Ganz einfach. Ich verstehe nur Bahnhof. Die Sprüche sind ja manchmal echt witzig, auch wenn sie teilweise dann doch
ein bisschen nerven, weil sie sich wiederholen oder nicht passend sind, wie eben mit dem Oger. Aber eigentlich cool gemacht. So vom Prinzip her. So, ja. Aufstehen! Der Beanie wieder an vorderster Front hier unterwegs. So, den stellen wir hier rein. Ist der ein Unterstützer? Der ist kein Unterstützer. Der unterstützt, aber gut, das ist ja egal. Das heißt, wir haben jetzt einen Doppel-Tackle-Block hier. Sehr gut. Er wird den Ball verlieren. Der Ball fliegt natürlich zwischen alle. So, wenn wir hier mal ein bisschen die Mumien mal ein bisschen ärgern. Ein bisschen hier Tackle-Zonen auf den Ball bringen. Hm, haben wir hier irgendwie noch einen guten Block? Nee. Okay. Ja. Wenn wir Glück haben. Oh, wir haben sogar den Ball noch. Yay. Touchdown kriegen wir nicht mehr hin. Ja, da sind wir schon wieder down. Plastiklöffel ist in der K.O.-Box. So, aber er muss jetzt auch erstmal den Ball wieder aufheben und den nach hier unten passen. Mit einem Zombie! Ey, Wahnsinn! Ausweichen, Ball aufheben. Es ist doch zum Kotzen. So, hier, du fängst das jetzt ab hier. Ja, das wäre es ja auch jetzt gewesen irgendwie. Mit einem Zombie ausweichen ist ja schon schwer genug. Den Ball aufheben, wieder zurück in die Tackle-Zone, in der Tackle-Zone schmeißen. Also, ich weiß nicht. Wenn das geklappt hätte, dann hätte ich, glaube ich, naja. Wir haben die Niederlage verhindert. Versuchen wir noch irgendwie einen Platz zu hauen, so dass wir einen Starspielerpunkt kriegen oder so. Schwierig genug ist es ja. So, hier rechtlich an den Ghoul. Ah, der Ghoul hat Ausweichen. Ja, die Ghoul haben alle Ausweichen, aber... Naja. Aufstehen. Na komm, das war's jetzt hier am Ende. Gegner hat noch einen Wurf. Ne, er hatte nicht. Hat ihn aufgehoben, nichts gemacht. Das heißt, der Touchdown ist nicht mehr möglich. Ja, wir starten wieder mit einem 1:1 in die Saison. Ja. Das Spiel ist den Erwartungen nicht ganz gerecht geworden. Zu Recht, ja. Beide Teams hatten die Chance. Nein, wir hatten... Das stimmt. Heute gibt es keine... Die immer noch viel mehr Gold eingenommen. Mach dir keine Gedanken um sie. Für sie ist heute genug Blut geflossen. Ich glaube, ich werde mir die Aufzeichnung dieser Partie noch mindestens ein Dutzend Mal anschauen. Ja, das solltest du. Das Match war einfach super. Sie hatten den Ball oft genug vor der Nase, konnten ihn sich aber nicht holen. Plastiklöffel als MVP. Und Mischka und Backfisch haben einen Aufstieg. Dieses Aufputschzeug kannst du überall kaufen. Wirklich überall. Aber für dieses Match gibt es nichts. Locken! Komisch. Manche Schiris stören immer wieder den Spielfluss. Andere halten sich bescheiden zurück. Sie schweigen geradezu. Du weißt ja, Schweigen ist Gold. So. Jetzt haben wir hier einen Tiermensch, der schon Blocken hat, nämlich den Mischka. Und wir könnten ihm Tackle geben, das heißt, wir würden Ausweichen ignorieren beim Gegner. Das wäre nicht schlecht. Könnten ihm auch Knochenbrecher geben. Hier plus 1 auf alle Rüstungs- oder Verletzungswürfe, wenn der Gegner bei einem Block zu Boden geht.
Das heißt, wir erhöhen die Chance, dass er also dass er Leute verletzt. Das wäre gut. Da gibt es aber auch noch die Klaue. Mit dieser Fähigkeit weist jemand krabbenartige Greifer oder rasiermesserscharfe Klauen auf, die jede Rüstung durchdringen, wenn er bei einem Block einen Gegenspieler zu Boden wirft. Sorgt jedes Ergebnis von 8 oder höher. Nach Modifikation bei der Rüstungsprobe verliert die Rüstung automatisch überwunden wird. Das heißt, wir senken die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Attacke geblockt wird von der Rüstung. Und ich würde ja mal sagen, wir nehmen uns zuerst den Knochenbrecher und danach beim nächsten Aufstieg die Klaue und danach das Tackle. Und dann haben wir eine Monster-Mordmaschine, Simmischka gemacht. Aber der ist jetzt schon gefährlich für alles, was niedrige Rüstungswerte hat. Der wird die vom Feld fegen. Ja, Backfisch mit Ausweichen und Blocken. Sehr, sehr schwer nur noch umzuhauen. Ja, Engai hat ordentlich Starspielerpunkte wieder gesammelt. Ja, wir haben, wir haben 10.000, 100.000 Gold. Wir könnten uns Spieler kaufen. Wir könnten uns einen neuen Chaoskrieger kaufen. Wir könnten aber auch warten, bis wir nochmal 50.000 eingenommen haben und auf die Minotaurus sparen, denn die sind richtig krass. Das sind, die haben hier Stärke 5, wie ihr seht. Die haben auch Hörner, das heißt, wenn sie beim Blitz angreifen, plus 1 Stärke. Knochenbrecher von sich aus sind rasend, das heißt, sie können zweimal hintereinander, wenn sie blitzen, blocken. Also das ist schon ein ordentlicher Tippi, allerdings nur Rüstungswurf 8. Und auch nur Bewegung 5. Aber so ein Minotaurus würde ich schon gerne im Team haben, ehrlich gesagt. Der haut schon gut was weg. Ich würde sagen, wir warten auf den Minotaurus, kaufen wir uns den und danach neue Chaoskrieger. Und wie gesagt, wenn ihr einen Chaoskrieger oder einen Minotaurus euren Namen leihen wollt, schreibt es in die Comments oder in den Nerdpool. Ja, dann war's das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann unser nächstes Match bestreiten. Bis dahin, have fun, euer Quant.